Hallo, lieber Aufrufer. Während ich hier aus 40 Grad Wärme in Rom die aktuelle römische Tageszeitung La Repubblica durchschaue in Bezug auf die Echtzeitnachrichten, habe ich hier bei bild.de gerade gefunden, Loriot 87 ist tot und möchte einen kleinen Nachruf dazu sprechen. Und es ist hier auch ein kleines Video angekündigt, irgendwie, vielleicht finde ich das. Also Loriot ist sozusagen die erste ganz bewusste, für mich persönlich ganz bewusste Kunstherausforderung gewesen. Das ist nicht einfach nur Witzbilder oder zum Lachen, sondern das Betrachten eines kleinen Büchleins mit Federzeichnungsgeschichten, Reinhold das Nashorn, habe ich zusammen mit meinem Bruder und jeder Einzelnen wirklich bis zum Rest ausgekostet. Und es hat uns derart angegriffen, wie Reinhold das Nashorn auf dem Fußballplatz gestürmt ist, weil es so ein friedliches Grundgemüt hatte und den Kampf um den Ball einfach nicht mochte und hat den Ball aufs Horn genommen, sich aufs Fahrrad gesetzt und ist dann den Berg runtergerast und hat dann mit dem Horn auf die Oberleitung sich selbst Strom gezogen und konnte dann mit dem Ball und dem Fahrrad und dem elektrischen Horn die Flucht und die Fußballspieler alle rasten hinterher. Die von Loriot gezeichnete Gruppe der Verfolger berührte beim Laufen die Erde gar nicht. Und das war wie ein Gürteltier in Argentinien läuft. Loriot wirklich bis in die letzte Federspitze von seiner Thematik in der Kürze fähig gewesen, wirklich etwas herauszukitzeln und etwas sensibel zuzuspitzen. Nun ist er gestorben am Ammersee, hat viele Jahre in Oberbayern gelebt. Und ich möchte nur sagen, dass das mit 87 Jahren, wie die Agentur Diogenes Verlag mitgeteilt hat, aus Altersschwäche garantiert von Loriot selbst auch festgelegt ist. Und zwar nicht aus Koketterie oder als Witz oder so, sondern eigentlich nur einem Brandenburger zur eigenen Schlichtheit und Bescheidenheit. Und hier ist er jetzt in unserer Erinnerung. Und damit bedanke ich mich hier für den Aufruf.